Kamera läuft. Heute soll es um Brötchen gehen, um Brötchen mit EM und mit Vollkorn frisch gemahlenem Getreide nach Johann Georg Schnitzer. Das ist sein Rezeptbuch. Ich arbeite ja relativ viel mit seinen Ideen. Aber wir mussten sein Rezept doch erheblich abwandeln, um es richtig zum Fermentieren zu bringen. Was wir da gemacht haben, erzähle ich gleich. So. Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde und auch ein bisschen um Gesundheit. Und heute geht es um ein gesundes Gebäck, um Vollkornbrötchen nach dem abgewandelten Rezept von Johann Georg Schnitzer, mit dessen Ideen ich ja schon sehr lange arbeite und der Grund ist, warum wir diese Mühle hier anbieten und der Grund ist, warum ich zwei lange Back- und Vollkorngetreide-Videos im Internet habe und auch schon viele begeisterte Rückmeldungen bekommen habe, wie gut man mit EM Sauerteig machen kann und wie gut ein Sauerteigbrot ist im Gegensatz zu typischen gekauften Brot. Ja, das Problem immer bei Getreide ist und bei vielen Pflanzen allgemein, aber speziell bei Getreide, warum vertragen die Leute das nicht? Weil es nicht mehr traditionell ordentlich fermentiert wird, hergestellt wird mit einem mindestens eintägigen Sauerteig. Und weil eben vielen Leuten die Führung dieses Sauerteigs so anstrengend, so schwierig ist, gibt es da eine Abkürzung, nämlich EM. EM ist im Grunde Sauerteig. Ne? EM ist ja eine Mischung aus Milchsäurebakterien, Hefen und Photosynthesebakterien, so wie es sehr ähnlich zusammenkommt in einem Sauerteig oder Sauerkraut. Das Problem an EM ist, dass es zu wenig Hefen hat. Es hat zwei Hefen drin, aber nicht genug. Deswegen werden wir noch extra Hefe reinmachen. Es ist aber auch denkbar, dass man wir machen jetzt quasi so einen Sofort-Sauerteig. Es ist natürlich möglich, das komplett mit Sauerteig zu machen. Man muss das nicht mit unserem Rezept machen. Man könnte auch einfach 10% Sauerteig dazu tun und dann würde das auch funktionieren. So, und was wollen wir heute machen? Heute wollen wir meine berühmten, inzwischen berühmten Vollkorn, Weizen, fein gemahlenen, frisch gemahlenen Sauerteigbrötchen machen und mit der ich auch meine Familie es schaffe zu ernähren. Ja, die sind sehr sensibel, was Sauerteigbrot oder dergleichen angeht. Das Problem werden viele kennen, dass die Kinder das vielleicht nicht essen wollen. Und wir haben inzwischen einen Kompromiss, dass zumindest die Hälfte des Brotes so ein von mir gebackenes Sauerteig ist, aber eben nicht Sauerteigbrot, sondern diese Johann Georg Schnitzer gebackenen Sauerteigbrötchen, beziehungsweise Weizen-Vollkornbrötchen. Bei ihm sind es Weizen-Vollkornbrötchen mit Hefe. Wir machen das mit Sauerteig. So, warum erstmal volles Korn? Volles Korn, da sind, selbst wenn Sie Vollkorngetreide, Vollkornmehl im Supermarkt kaufen, sind da immer die Keimschalen nicht dabei. In den Keimen und den Keimschalen, in den Schalen sind die viele Mineralien, sind bestimmte Öle und das würde ranzig werden. Das kann man tatsächlich, wird das abgesiebt. Auch in einem Vollkornmehl aus dem Supermarkt oder aus dem Reformhaus, wenn das schon gemahlen ist, sieben Sie diese Sachen ab, sonst würde das nach einer Woche bitter schmecken, das Mehl. Oder man müsste es kühlen oder so. Das heißt, wenn man tatsächlich, das ist dem Johann Georg Schnitzer ganz wichtig, wenn man da tatsächlich das volle Korn haben will und alle Mineralien und die Vitalstoffe und die Enzyme haben will, dann muss man das ganze Getreide frisch mahlen, weil es einfach nicht möglich ist, das lange aufzubewahren. So, also deswegen unsere Schnitzer Getreidemühle, die heute noch zum Einsatz kommt. Aber zuerst machen wir den Ansatz, das heißt die Flüssigkeit, fertig, lösen die Hefe auf, lösen das Salz auf und dann kommen die anderen Sachen dazu. Dann können wir ja mal ein bisschen ranzoomen. Also der hat dann verschiedenste Rezepte, der Johann Georg Schnitzer. Weizen, Vollkornbrötchen, das ist der absolute Klassiker bei ihm. Da hat er offensichtlich auch mehrere Wochen in der Bäckerei eine Lehre gemacht, um da mit Fachausdrücken um sich zu werfen. Man muss dieses Buch ganz schön krass studieren, bevor man... Ne, er erklärt das auch ganz genau. Also, wenn man das Buch gelesen hat, kann man als Bäckergeselle anfangen. Den Eindruck hatte ich. So, und wir nehmen im Grunde dieses Weizen-Vollkornbrötchen-Rezept, aber das ist das gleiche wie das Weizen-Vollkornbrot-Rezept, nur dass wir die Brötchen daraus machen und das ist etwas... etwas größer geraten schon mal
Und das schreiben wir aber auch nochmal unten in die Videobeschreibung, wie dieses Rezept für 1 Kilogramm dann sein wird. Ich mache das für 3 Kilogramm mit 6 Blechen und das, also ich mache einen großen Schwung Brötchen auf einmal, 60 Stück normalerweise, das sind Riesendinger und die reichen uns dann, je nachdem wie viel wir verschenken, für 3, 4, 5 Wochen. Da wird ein Kühlschrank gepackt, da wird einiges frisch gegessen, da wird einiges eingefroren, wenn es länger als 3 Wochen liegt. Liegen soll. So, das heißt, da kann man mit einer großen Aktion kann man dich da schon ziemlich lange versorgen. Genau. So. Ja, und wie haben wir das Rezept abgewandelt? Also bei dem Johann Georg Schnitzer ist es tatsächlich so, dass er das nur den Teig anrührt mit eben pro Kilogramm Mehl ungefähr 50-60 Gramm Hefe und das dann 20 Minuten gehen lässt, 20 Minuten, hallo, und dann den Brotteig, also die Brötchen formt und das dann nochmal 20 Minuten gehen lässt oder für eine Stunde und dann rein in den Ofen. So machen wir das nicht, das ist mir viel zu kurz. Wir wissen, dass wir mindestens 5 Stunden brauchen, bevor wir die wichtigsten, die sogenannten FODMAPs, diese speziellen schwerverdaulichen Zucker, die Verdauung stören, bis wir die wegfermentiert haben mit einer Hefegärung und Sauerteig braucht eigentlich einen Tag, da gibt es nichts, keine Abkürzung. Diese Versuch, alles schnell, nehmen Sie sich Zeit dafür, beziehungsweise planen Sie das entsprechend im Voraus, dass Sie diese Zeit haben. Dass die Mikroorganismen arbeiten können. Also wir werden das richtig krass auf eine starke Fermentation bürsten, dieses Rezept. Das heißt, erstens, wir mischen das an mit EM. Wir werden das den Teig anrühren, erstmal werden wir die Flüssigkeit anrühren und die Hefe aufwecken, dann werden wir den Teig anrühren, dann werden wir den Teig einen Tag stehen lassen. Wenn man es ganz krass machen will, würde man ihn sogar 2 Tage stehen lassen, aber dann wird es schon richtig sauer und dann gibt es schon wieder Beschwerden in der Familie. Aber einen Tag hält man aus und dann an dem zweiten Tag, an dem der Teig fertig ist, dann machen wir die Brötchen. Und lassen die nochmal 1, 2, 3 Stunden gehen, bis sie so richtig schön, normalerweise dauert es so eine Stunde, hängt aber von der Temperatur in der Küche ab, jetzt wo es ein bisschen kühler ist, dauert es vielleicht 1,5, 2 Stunden, dass sie so richtig schön auseinander gehen und ich möchte sagen auseinander fließen, also ich mache relativ flache, auseinandergeflossene Brötchen, die man teilweise schön im Toaster aufbacken kann. Da kommen sehr flache Brötchen bei mir bei raus, weil ich die schön auseinander fließen lasse, damit die am Ende nochmal richtig durchfermentieren und gehen. Und ja, das ist eigentlich unser Fokus, dass wir die mikrobielle Fermentation maximal betreiben, um eben möglichst einen gesundheitlichen Vorteil davon zu haben. Sprich, normales Getreide vertragen ja viele Leute nicht mehr, sagen sie haben eine Glutenunverträglichkeit oder sonst was. Aber tatsächlich, sobald das ordentlich fermentiert ist, so wie das vor 100 Jahren Standard war, was die modernen Industriebäckereien nicht mehr machen, die mischen einfach alles zusammen, machen ein bisschen Säure rein, schreiben Sauerteig rein und rauf und fertig. Keine Industriebäckerei hat Zeit, irgendeinen Teig 2 Tage gehen zu lassen, das haben die wegrationalisiert, traurigerweise, weil sie nicht verstehen, dass das ihr Produkt so viel schlechter macht. Genau, deswegen müssen wir selber backen und das ist eine schöne Variante, das zu tun. So, genau, und die Brötchen kann man wunderbar aufbacken, das schmeckt sogar noch besser, aber wir machen es oftmals früh, wenn es schnell gehen muss, den Toaster durchschneiden. Vielleicht sogar 3 Teile durchschneiden und dann toasten, das klappt auch wunderbar. So, dann geht's los. Erstens machen wir die Flüssigkeit fertig. Und da kommt rein, nach unserem Rezept, wir schreiben das unten nochmal rein, das ist jetzt hier auf eine 3 Kilogramm Menge oder sogar ein bisschen mehr als 3 Kilogramm Körner gemacht. Das reicht genau aus für mich, um 2 mal Backofen komplett durchzubacken, also 6 Bleche voll mit Brötchen zu machen, gehen zu lassen und dann in 2 Chargen in den Backofen zu schieben. Deswegen sind die Mengen hier deutlich größer. Auf 1 Kilogramm berechnet sind das dann andere Mengen. So, bei uns sind das hier gut 3 Kilogramm Körner. Das kann Weizen sein, Roggen sein, Dinkel sein. Ich habe sogar ein bisschen Hafer drin, aber Hafer hat natürlich, also geht jetzt nicht, ne? Macht jetzt kein Brot, aber kann man nur ein bisschen beimengen. Aber Hafer ist natürlich ein sehr gesundes Getreide. Und ansonsten, in der Hauptsache haben wir hier ganz normales Weizen.
Vollkorngetreide. Dann haben wir Salz, in dem Fall 60 Gramm. Dann haben wir die Hefewürfel, die wir hier reinmachen. Wie gesagt, das ist der Instant-Sauerteig, den man quasi sofort selber macht. Wenn man jetzt tatsächlich schon einen Sauerteig hat, zum Beispiel einfach fortführt, dann könnte man, wenn man den Teig fertig hat, am zweiten Tag, also bevor man die Brötchen formt, würde man 10% vom Teig abnehmen, kann sogar noch mehr nehmen, 15%, in ein großes Glas machen oder so und dann in den Kühlschrank stellen. Und im Kühlschrank ist das locker 4 Wochen und länger, 4 Wochen mindestens, haltbar. Gucken, dass das Glas nicht ganz voll ist, dass es noch ein Drittel hat zum Ausdehnen. Und dann kann man die nächsten 4 Wochen einfach den Teig so machen, den alten Sauerteig mit dazu und dann auch ganz normal einen Tag stehen lassen. Das würde auch funktionieren. Also das wäre die vereinfachte Sauerteig-Variante, wenn man Sauerteig weiter selber fortführen will. Aber wenn man jetzt noch gar keinen Sauerteig hat, dann machen wir das mit ganz normaler Hefe aus dem Supermarkt. Am besten ist die Frischhefe, es geht aber auch Trockenhefe. Wichtigste ist, dass wir die Hefe aufwecken. Da ist die Wirkung gleich doppelt und dreimal so gut, wenn wir die vorher nochmal aufwecken, die Hefe. Und aufwecken heißt, dass wir sie ein bisschen mit Mehl, man könnte auch ein bisschen Zucker nehmen, nochmal 20 Minuten, eine Stunde, je nachdem wie warm es ist, stehen lassen. So, dann Hefe haben wir, dann kommt EM rein und zwar, ich mache es immer Pi mal Daumen, da geht manchmal ein bisschen Liter rein, aber normalerweise so, sage ich mal, im Schnitt 200 Milliliter EM pro Kilo Körner, das wären bei uns 600 Milliliter. So, jetzt wird es kompliziert. Ich nehme natürlich unser selbst hergestelltes Triaterra Aktiv, brauche ich jetzt nicht trinken, kommt da rein, aber das ist aber als Bodenöststoff deklariert und wir empfehlen jetzt nicht, das zu nehmen. Ich nehme das, weil es günstig ist und wir das selber herstellen und ich weiß, dass wir das gut machen. Aber die Lebensmittelvariante zugelassen, deklariert, 34,50 den Liter, 3 Euro den Liter, wäre Vitabiose, also Sie können dann Vitabiose nehmen. 600 Milliliter oder 200 Milliliter auf den Teig, auf 1 Kilogramm 200 Milliliter, so, und hier machen wir, das haben wir jetzt ungefähr die Hälfte, 500 Milliliter, so, passt schon, unser neues Triaterra Meer, kann auch ein bisschen mit rein, ne? Man kann auch sein ganzes ICM verbasteln, das macht für den Teig überhaupt nichts, wenn man hier noch irgendwie eine halbvolle Flasche stehen hat, dann kann man die da wunderbar mit reinmachen. So, das haben wir. Dann Wasser. Und zwar 1,5 Liter Wasser. Wo ist mein Wasserkrug? Wir nehmen von unserem EM-Carbonitfilter gefiltertes Wasser. Ein bisschen mehr EM genommen habe, nehme ich mal ein bisschen weniger Wasser. So. Können wir am Schluss noch zumachen, wenn wir merken, es wird zu trocken, kann man dann noch mal das Wasser anpassen. So, dann haben wir auch schon die Flüssigkeit fertig und da würde ich noch ein bisschen vom letzten Mal gemahlenes Mehl reinmachen. Das habe ich im Kühlschrank. Ich habe gesagt, das ist sonst nicht gut haltbar, wenn es im Kühlschrank steht. Damit die Hefen schon mal was zu fressen haben, man könnte auch Zucker reinmachen oder auch ein Weißmehl notfalls, ne? Ein bisschen was schadet ja auch nichts. Und dann können die Hefen schon mal loslegen. Ja, so. Können wir den Rest nachher nehmen, wir brauchen auf jeden Fall noch Mehl nachher zum Brötchen formen, das wird locker ausreichen. Für morgen zum Brötchen und dann komm mal her bitte, meine Kamerafrau Ellen,
und so. Jetzt haben wir hier also EM drin, wir haben Hefe drin, wir haben Salz drin, wir haben Wasser drin und genug Mehl, dass die Hefen auch was zu essen haben. Und das würde ich jetzt möglichst warm stellen. Ja, sucht man sich den wärmsten Raum im Haus aus und lässt es da eine halbe Stunde mindestens, aber ich würde fast sagen, ruhig eine Stunde, bis er richtig Schaum oben drauf hat und dann, da warten wir jetzt und machen in einer Stunde weiter. So, eine Stunde später, beziehungsweise anderthalb Stunden später. Ich habe sogar noch mal kurz im Ofen gestellt, das kann man auch machen, weil wenn man so einen guten neuen Ofen hat, der auch mal so 30, 40 Grad machen kann, bis sogar 45 Grad, dann geht es richtig schnell. So, komm mal rum, Ellen. Wirf mal einen Blick auf unsere Hefe. Wir hatten ein bisschen Mehl reingemacht und ich habe noch ein bisschen Zucker reingemacht. Ein Esslöffel. Oh, die blubbert richtig. Guck dir das an. Perfekt. So muss es sein. Also so extrem muss es nicht sein. Hauptsache es blubbert ein bisschen Schaum drauf. Dann weiß man, jawohl, jetzt ist er aufgewacht. Jetzt kann es losgehen. Die Hefe ist definitiv aufgewacht. Die Teller können wir beiseite stellen. Und jetzt geht's los mit unserer schönen Mühle. Ich rühre noch mal ein bisschen um. Jetzt haben wir hier, das kann man auch noch mal schauen hier. Perfekt. Schäumt wie frisches Bier. Und jetzt mache ich etwas, was ich, ja, wenn ich die Gedanken von Johann Georg Schnitzler auf die Spitze treibe, dann muss es eigentlich heißen, nicht mal eine Minute zwischen Mahlen und direkt verarbeiten im Teig, damit es nicht so viel Sauerstoff rankommt, damit gleich die sauerstoffempfindlichen Enzyme sofort geschützt werden. Ist natürlich extrem, so krass muss man es nicht machen, aber die Möglichkeit haben wir ja hier, wir haben unsere eigene Mühle. Also, los geht's, wir mahlen direkt in die Teigflüssigkeit hinein und dann... So, die Mühle macht natürlich ganz schön Krach. Mit dem Deckel macht sie etwas weniger Krach, aber macht immer noch Krach. Und die Einstellung hier ist fein. Ich habe sogar noch ein bisschen, also da wo der Nagel eingeschlagen ist, der Edelstahlnagel, da wäre fein. Ich habe sogar noch ein bisschen weiter gedreht. Also ist eine richtig feine Einstellung, man sieht das auch an dem Mehl. Das ist auch im Sinne von Johann Georg Schnitzler, dass das richtig gut aufgeschlossen wird. Auch wenn es darum geht, ne, wie will ich das Getreide möglichst best aufschließen, ist feines Mahlen tatsächlich besser als irgendwie grob schroten oder so. Für grob geschrotetes muss man dann tatsächlich 2 Tage machen, dass die Mikroorganismen mehr Zeit haben, das zu verarbeiten. Aber das Feine geht schneller, auch mikrobiologisch aufschließen. Und ja, was haben wir hier? Hier passen, glaube ich, ungefähr 1,5 Kilo rein. Ne, 1 Kilo passt, glaube ich, rein in die Schüssel hier oben. Und er malt auf der feinsten Stufe für 100 Gramm eine Minute, also 1 Kilo, 10 Minuten. Ich habe hier sogar 3 Kilo, dauert bei uns dann ja so 25, 30 Minuten wird es wohl dauern. Und dann rühre ich die ganze Zeit hier um, entweder mit meinem Löffel oder dann nachher, wenn es dick wird, mit unserem ganz simplen Rührer. Und wir sehen uns in 30 Minuten. Sie müssen nicht den ganzen... So, das waren vielleicht 20 Minuten. Geht auch schneller, als wir gedacht hatten. Ist noch ein Tick zu trocken, mache ich noch ein bisschen Wasser dazu. Tatsächlich, desto mehr Wasser, desto aktiver die Mikroorganismen. Aber das ist natürlich, von dem wir wollen natürlich auch einen backfähigen Teig haben am Schluss. Am liebsten würde man Brei machen. Der würde natürlich am intensivsten fermentieren. Aber da müssen wir einen Kompromiss finden, damit wir einen backfähigen Teig haben am Schluss.
Der Teig ist komplett durchgeknetet, gleichmäßig, auch nicht zu feucht, nicht zu trocken. Das sieht ganz richtig aus. Ein bisschen klebt er, aber nicht total. Und ja, jetzt braucht der Teig ungefähr das dreifache Volumen, um sich auszudehnen, muss man ihm schon geben, sonst quillt die Schüssel über oder der Topf. Das heißt, ich werde das hier jetzt auf 3 Schüsseln verteilen, damit es nicht wieder überläuft. Und dann auf den mit Deckel, nicht mit Tuch, mit Deckel, richtig, dass es abgedeckt ist, mache ich so einen großen Teller drauf. Hier, unseren schönen Teller. Verteile das auf 3 Schüsseln, stelle das an den wärmsten Ort im Haus und dann geht es morgen weiter mit 6 Blechen und Brötchenform und ja, backen. Okay, einen Tag später im wärmsten Raum, den wir haben, schön unterm Dach, wo die Sonne noch reinscheint und das bis auf, keine Ahnung, 23, 24 Grad warm macht da oben. Da haben wir das stehen lassen und hier kann man sehen, wie das aufgegangen ist. Wenn ich nicht 3 Schüsseln nehme, dann läuft mir das über. Mit 2 Schüsseln sieht man, dass es schön aufgegangen ist. Wenn das jetzt noch ein Tag steht, also wenn es desto länger da steht, desto flüssiger wird das. Das ist noch ganz witzig. Was viele sich auch nicht klar machen, Teig, der lange fermentiert, ein Tag, 2 Tage, der wird immer flüssiger. Nach 3 Tagen hat man nur noch einen Brei, wenn man mit einem festen Teig angefangen hat. Da muss man dann vielleicht sogar noch ein bisschen Mehl dazu machen, dass es wieder fest wird. So, die machen wir jetzt alle in 1, die Schüsseln. Und dann seht ihr schon die Bleche hier. Und dann werden die Brötchen geformt. Und dann gibt es noch einen Trick, abgeguckt von Johann Georg Schnitzer und abgewandelt nach EM. Was wir dann auf die Brötchen. So, alles in eine Schüssel. Nochmal durchkneten. Muss man übrigens nicht mehr doll durchkneten. Die Mikroorganismen haben die meiste Arbeit gemacht. Einfach nochmal mischen, dass das alles homogen ist. Und dann formen. Wenn es zu feucht wäre jetzt, würde man nochmal ein bisschen trockenes Mehl mit reinmachen, dass es nochmal ein bisschen Feuchtigkeit aufnehmen kann. So, wir wollen jetzt, dass die Brötchen möglichst stark nochmal aufgehen. Allein das Kneten reicht meistens schon, dass die Hefen nochmal genug und die EMs, die Milchsäurebakterien und Hefen, dass sie nochmal neue Nahrung finden, dass sie nochmal loslegen, aufwecken, richtig nochmal, dass dann die Brötchen schön aufgehen. Man kann es aber noch unterstützen, indem man zum Beispiel ein bisschen Melasse reinmacht, da reicht 2 Esslöffel Melasse oder ein Esslöffel Zucker in Wasser aufgelöst, damit das nochmal ganz stark aufgeht. Das kann man da mal experimentieren. So, so viel dazu. Und jetzt beginnt der dreckige Teil. Die Konsistenz ist perfekt. Wunderbar, ein bisschen klebrig. Deswegen brauche ich Mehl zum Formen. Man sieht hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bleche, alle Bleche aus dem Haus. Und das machen wir dann so, dass wir 2 Backdurchgänge machen, ungefähr 25, 30 Minuten ist ein Backdurchgang. Die werden dann nacheinander eingeschoben, erst 3 Bleche und dann noch 3 Bleche. Einstellung Hydrobacken oder ja, also auf jeden Fall Umluft und ja, können ja jetzt hier mal schauen, wie die Brötchen da liegen und wie sie nachher liegen. Also das wird nachher das Blech quasi komplett bedecken, also die Brötchen laufen so auseinander bei mir, absichtlich, dass das ganze Blech bedeckt ist. Es werden recht flache Brötchen bei mir, also ich mache keine klassischen ovalen Brötchen, sondern Brötchen, die sehr flach werden. So, Brötchen haben wir geschafft. Bisschen Teig ist übrig geblieben, den nehmen wir nächstes Mal wieder mit rein. Quasi als Sauerteigstarter. Und jetzt kommt das
die Geheimzutat. Da muss ich noch mal kurz meine Hände sauber machen und dann geht's los. So, die größte Arbeit ist geschafft und jetzt halt mein Buch. Jetzt zu den Spezialtricks von Johann Georg Schnitzler, der offensichtlich wirklich eine Bäckerlehre gemacht hat, um dieses Buch zu schreiben. Da sind so Sachen drin wie: Stellen Sie die Waage auf 180 Gramm ein, wiegen den Teig in lauter Stücke zu 180 Gramm ein, dann machen Sie daraus runde Kugeln, drücken diese etwas platt, teilen jede der runden Scheiben in 4 gleiche Stücke, so haben Sie schnell den Teig in die Stückchen zu 45 Gramm aufgeteilt, welche die Brötchen ergeben sollen. Oder hier: Jetzt müssen Sie nur noch üben, bis Sie den ganzen Vorgang mit beiden Händen gleichzeitig in 5 Sekunden vollständig abwickeln. Dann können Sie das erst so schnell wie unsere Bäckermeister. Oder hier: Der Begriff Einschießen kommt daher, dass der Bäcker früher die Brote und Brötchen auf einem flachen Brett mit langem Stiel zurechtlegte, dieses in den Ofen schoben und dann das Brett rasch unter den Teigstücken wegzogen, sodass diese im Ofen sitzen blieben. Also, wenn man das Buch durchgelesen hat, kann man als Bäckergeselle anfangen. So, aber hier, was ich gesucht hatte, war, dass die Brötchen nämlich noch eingestrichen werden vor dem Backen. Er macht das direkt vor dem Backen. Ich mache das hier, habe gemerkt, das ist gut, wenn ich das vor dem Gehen mache, damit die auch nicht aufreißen und so und schon noch schön feucht bleibt, die Oberfläche. Und er nimmt dazu kaltes Wasser. Und zwar, dann nehmen wir einen weichen Backpinsel und streichen die Teighaut der Brötchen vorsichtig, ohne sie zu verletzen, mit kaltem Wasser ein. Unmittelbar darauf schieben wir das Backblech in den Ofen. So, das machen wir etwas anders. Und zwar, wenn wir schon mit Flüssigkeit arbeiten, klar, arbeiten wir mit EM. Und in dem Falle mache ich persönlich Triaterra Honig pur. Das ist dann auch ein bisschen salzig an der Oberfläche. Das ist ein interessanter Geruch, Geschmack. Der Geruch übrigens ist total weg. Der geht beim Backen völlig weg. Also man schmeckt dann nichts mehr von EM. Aber es bleibt so ein bisschen würzig, salzig übrig. Sie natürlich, wie immer, nicht unser billiges Triaterra Honig 5 Euro den Liter, was eigentlich als Putzmittel deklariert ist, sondern das offizielle Lebensmittelvariante Vitabiose, auch das könnte man pur oder ein bisschen verdünnt darüber sprühen. Und ich nehme auch keinen Backpinsel. Ich habe schnell gemerkt, Mensch, mit unserer Sprühflasche kann ich das ja viel schneller machen. Was heißt schnell? Nach 5-mal diesen Backvorgang mit Pinsel habe ich gemerkt, ich kann wahnsinnig Zeit sparen, wenn ich das sprühe. Also alle Brötchen werden jetzt richtig von mir feucht nass eingesprüht, damit sie schön entspannt nicht aufreißend gehen können. Und ja, dann werden sie nachher in den Ofen geschoben. Dazu sehen wir uns, schätze mal, in ungefähr einer Stunde wieder, wenn die richtig schön aufgegangen sind. Die zusätzliche Feuchtigkeit, die hier auch auf dem Blech kommt und so, wunderbar. Ich mache ja 3 Bleche gleichzeitig in den Ofen. Wenn man nur ein Blech reinmachen würde, würde man noch eine Wasserschale reinstellen. Aber ich mache 3 Bleche gleichzeitig und da ist auch noch einiges an Triaterra Honig Flüssigkeit drauf, sodass ich da genug Feuchtigkeit im Ofen habe, dass ich so eine Art Hydrobacken mache. Der Schnitzer empfiehlt tatsächlich sogar noch, wenn da irgendwelche Öffnungen sind im Ofen, wenn man jetzt keinen Hydrobackofen hat, wie es ganz modern manchmal gibt, wenn wir also noch einen Backofen haben, der das nicht kann, dann kann man auch die Abluftöffnung verstopfen mit Alufolie, dass die Feuchtigkeit im Backofen bleibt. Oder eben großzügig Wasser reinstellen. Diese Brötchen gibt es öfter mal zum Erdbeerfest bei uns zum Naschen. Und auch wenn Sie bei uns ein Seminar machen, wird es diese Brötchen zu essen geben. So, eine halbe bis eine Stunde später. Die Brötchen sind wunderbar aufgegangen, fast schon ein bisschen viel. Also eine halbe Stunde reicht oft auch. Guck mal, das Brötchen ist definitiv schon ein bisschen zu weit auseinandergegangen. Aber egal, jetzt schnell in den Ofen. Die erste Lage und dann die zweite Lage. Ofen vorgeheizt auf 180 bis 200 Grad Celsius und dann im Sinne von Johann Georg Schnitzer aufsteigende Hitze stelle ich auf 220 Grad Celsius, wenn die Brötchen drin sind, um Luft hydrobacken bzw. Abluft zu machen, wenn möglich. Geschafft! 2 Tage Arbeit, das Ergebnis, es hat wieder funktioniert.
Wird natürlich jedes Mal ein bisschen anders. Mal werden die Brötchen ein bisschen höher, ein bisschen flacher. Wenn sie ganz lange liegen können, dann werden sie ganz flach, so wie die hier. Wenn man sie recht schnell schon nach 20 Minuten reinschiebt, dann gehen sie manchmal noch so mit dem oben aufgerissen. Dann weiß man, dass sie zu schnell waren. So, das letzte Blech raus aus dem Ofen. Alle Bleche verarbeitet, die es bei uns in der Küche gab. Man sieht, die sind so weit zusammengebackt, dass sie auseinander gebrochen werden müssen, aber das ist geplant. Und die hacken auch ein bisschen an, weil sie natürlich relativ lange gegangen sind und die Butter da teilweise schon aufgesaugt haben. Aber das klappt hier mit dem Bratenwender wunderbar. Zack. Und das sind ganz schöne Klopper. Also da reicht im Grunde ein halbes bis eins pro Frühstück. Meine Kinder kriegen immer eins mit in die Schule, das reicht völlig. Ich drehe die dann um, dass sie von unten noch so ein bisschen abdampfen können. Hier das kleinste Blech, was wir aus unserem Mini-Ofen haben. Muss auch mitmachen und 5 Brötchen liefern. Die können jetzt einen halben Tag abdampfen und ja, riecht wunderbar. Das ganze Haus ist voll mit Duft. Dann kommen die Mitarbeiter immer und sagen, kann ich auch ein paar Brötchen mitnehmen? Ja, können sie ab und zu. Und jetzt noch eine kurze Verkostung. Also, das nach Triaterra abgewandelte Vollkorn-Weizen Brötchenrezept nach Johann Georg Schnitzer mit maximaler Fermentation. Ich nehme mal ein kleines. Und man sieht schon, die sind so flach, wenn man die durchschneidet, kann man die wunderbar in den Toaster legen. Einfach mit Butter, nicht zu knapp. Spitze. Mittag ist gerettet. Na dann, auf zum Backen.